Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Kurz entfallen der Name. So, wir waren gerade dabei, das Pflanzenfresser-Depot hier fertig zu machen und wir müssen ein Sinoceraptor-Fossil besorgen und ein Genom auf 60% vervollständigen. So, wir müssen auf jeden Fall noch zwei Dinos transportieren. Dafür brauchen wir dich nicht. Ich komme hier immer durcheinander mit den ganzen Dingern hier, ey. Transportteam. So. Du da rein. Du auch da rein. Sind Pflanzenfresser gewesen, oder? Das waren Pflanzenfresser, gut. So, dann haben wir zwei von denen. Wir haben zwei von den kleinen, ne? Oder haben wir nur einen? Gucken wir mal kurz auf die Map. Hey, Map. War das nicht M? Achso. Genau, zwei davon, perfekt. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt auch von den Hyanosaurus irgendwas. Und wir sind kurz vor den 60%, das ist perfekt. Können wir da nämlich schon wieder ein bisschen was abstauben. So, direkt zur nächsten Expedition. Was haben wir denn hier so Schönes? China kehrt zurück. Ah, die sind noch unterwegs. Ah, jetzt sind sie fertig. Gut. Dann nochmal China. Tschüss, Leute. Aber dann seid ihr ja schon zurück, ne? Können wir die nächsten Fossilien gleich ausgraben. Bäm. Bäm. Und das verkaufen wir. Auch wenn da irgendwie ein Dino drin war. Aber ignorieren wir einfach die Tatsache, dass da ein Dino drin war. Nee, brauchen wir ja nicht. Da fliegen sie. Wirklich gute Arbeit bei diesem Auftrag. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, was haben wir denn noch so Schönes? Haben wir... Dracorex brauchen wir noch, ne? Aber 56%, das ist mir noch zu gering. Wir warten noch, bis wir... 80%, ich hätte gerne 80%. Mindestens 80%, dann brüte ich sie aus. Ansonsten lohnt sich das nicht wirklich. Produkttransport beendet. So, neue Gebäude-Upgrades. Das brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Gehen wir hier rauf. Da steht zwar neu drauf, aber irgendwie ist hier nichts. Null verfügbar. So, Grabungsstätten haben wir wieder eine mehr. Ja, Frenchman Formation. Dann haben wir hier noch ein bisschen was Neues. Und zwar das Cynodontia-Fossil. Zu den Cynodontia-Fossilen gehören alle Therapsida, die sich vor 275 Millionen Jahren entwickelt haben. Ja, aber da ist doch ein Tier drin. Kann man doch ausbrüten. Charaktere. Wir haben einen neuen Charakter bekommen. Das sind doch voll viele. So, Dr. Ellie Settler. Wieso wird denn die... Ich verstehe das nicht. Ich meine, wo sind denn die richtigen Bilder? Sind denn die Bilder ausgegangen oder was? Verstehe ich einfach nicht. Wo kommt die Meute denn her? Ist Feierabend? So, euch geht's doch gut, ja? Ich möchte mehr Pflanzenfresser. Ich habe ja Fleischfresser. Ich habe ja so ein riesen Konstrukt für die gemacht. Weißt du, dann habe ich da nur zwei Fleischfresser drin. Wie sieht's denn mit euch aus? Seid ihr glücklich? Bestand? Sozial? Du verträgst auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Was brüllt denn der so? Dir geht's auch noch gut. Auch wenn du da irgendwie seltsam beim Eingang bist. Was brüllt ihr denn rum? Keine Ahnung, was die für Probleme haben, ey. Voll die Spastiken. So, dann haben wir jetzt... Jetzt müssten wir, wenn wir jedes Mal 2% bekommen, 76% haben, ne? Da kannst du ja gar nicht pleite gehen von, ey. So. Ja, beuten wir China weiter aus. Wir möchten ja die 80% haben. Kein Fleischfresser mehr, ne? Was ist mit den ganzen Fleischfressern passiert? Ja, das ist der Zera, hast du nicht gesehen. Ja, den habe ich auch schon komplett. Ich check's nicht. Ich mach die ganze Zeit schon Expeditionen. WTF. Muss man nicht verstehen, ne? So, jetzt haben wir da die 76.
Ach, das dauert ein bisschen länger. Na gut. Das dauert ein bisschen länger. Ja, gut. Was wir gerne gucken können, ist Dino ausbrüten. Kann ich das hier machen direkt? Genom modifizieren, ja. Gucken wir uns mal hier die Genome an von ihm. Wir hatten eine neue Farbe. Savannenfarbe. Cool. Was haben wir noch? Das haben wir schon. Ja, sonst haben wir alles verteilt, ne? Genau. Die hatten wir schon perfekt. So, 98% haben wir hier. Wie sieht's denn hier aus? Wieso ist der hier nicht freigeschaltet? Oh, ich brauche noch 2%. Es tut mir leid, Professor. Na gut. Warten wir bis zu den 100%. Was soll's. So, zack. Alles direkt mal upgraden, damit wir alles schön haben. Die Gewinnspanne sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Ausgaben 30.000, Einnahmen 244.000. Damit kann man leben. Definitiv. So, ich hätte gern noch eine neue Quest-Aufträge. Machen wir für Wissenschaft. Wir haben da ein neues Angebot. Warten Sie nicht so lange. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto von mindestens 2 Ceratosaurus. Okay. Das kriegen wir doch hin. Ceratosaurus, was war das nochmal? Ah, oh, okay, okay. Das wird knifflig. Versuchen wir es hinzukriegen. Aber vorher muss ich auf jeden Fall direkt Expedition machen. Ach, das dauert ja noch ein bisschen. Ich will mehr Expedition, ich check's nicht. Das heißt, was ich machen kann, ist die wirklich komplett entleeren. Aber wann weiß ich, wann etwas erschöpft ist? Kehr zurück. Kannst gleich weitermachen. Komm schon. So, ist zurückgekehrt. Gut, dann machen wir die Edmontosaurus fertig. So, dann können wir daraus nämlich gleich wieder welche schlüpfen lassen. Und wir müssen, glaube ich, das Pflanzenzeug ein bisschen erhöhen. Dass die ein bisschen mehr Platz haben. Vielleicht hier so runter oder so. Oder hier in die Länge ziehen. Auf den Vulkan hier rauf. Wer weiß das schon. Aber schnappen wir uns ein Ranger-Team. Und dann versuchen wir ein Foto von denen zu schießen. Das muss ja wohl irgendwie machbar sein, da beide auf einmal zu kriegen. Weißt du, ich kann manuell nicht da durchfahren, aber die können das. Wenn die alleine fahren, ne? Das ist so... So eine Schikane. So, da haben wir einen und da den anderen. Wenn ich mich vor den hier stelle, ne? Ups. Komm, wir scheuchen ihn weg. Kann ich hupen? Ich will hupen. Wir müssen ihn zu dem anderen scheuchen. Wo läufst du denn hin? Gut. Wo ist der andere jetzt hin? Hä? Ach, da hinten. Wir müssen den da irgendwie hinscheuchen. Ja, los, lauf, du Feigling. Lauf schon. In die andere Richtung. Wo läufst du denn hin? Ich stress den voll. Der gibt doch gleich um. Der kriegt einen Herzinfarkt. Hör auf, im Kreis zu laufen. Hör doch einfach auf, im Kreis zu laufen. Genau. Da sollst du hinlaufen. Da ist ein zweiter im Hintergrund. Ich sehe ihn. Jetzt lauf, beweg dich, Mann. Mopsi. Mopsi, ich will hupen können. Ganz genau. So, jetzt lenken wir dich dahin. Knips.
starker Schnappschuss. Sowas gelingt nicht oft. Dankeschön. Steuerung übertragen. Jetzt werden sie bestimmt gejagt. Pass auf. Nimm mal schon! Jagt ihn! Die haben einfach nur Angst davor. Ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich für alles bin, was Sie für die Wissenschaftsabteilung getan haben. Also, vielen Dank. Bitteschön, bitteschön. Habe ich doch gern gemacht. Egal, was alle anderen behaupten, Wissenschaft ist für unseren Erfolg entscheidend. Zugegeben, sie kann auch Nachteile haben. Aber Sie lassen uns auf Isla Matanceros damit gut aussehen. Und das ist eine Belohnung wert. Okay, was haben wir jetzt noch? Achso, ja, dafür muss ich den überhaupt erst kriegen, weißt du? Kriege ich ja nicht. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben, also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. Einen Kleiderladen sollen wir machen? Habe ich noch keinen? Bei uns dreht sich vieles um Wachstum. Je größer wir sind, desto flexibler müssen wir im Umgang mit unseren Tieren werden. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Und was Profitables. 4 Dinos? Na, wir wollten ja... 2 Dinos kann ich schon machen, ja. Hier. Hyano hast du nicht gesehen. Dann noch einen zweiten Hyano hast du nicht gesehen. Und wenn die verrecken, mache ich irgendwann Genome rein. Das ist doch ein guter Plan. So, letztes Upgrade. Dann haben wir das... haben wir schon Fossilien bekommen? Nein. So, also, lassen Sie 4 Dinosaurier frei. Bauen, verbinden Sie mit Strom Kleiderladen. Ah, Kleider machen Leute. Zumindest war das so bis heute. Gäste. Souvenirladen. Habe ich einen Souvenirladen? Weiß ich gar nicht. Kann ich doch auf der Map sehen, oder? Was habe ich eigentlich bisher? Ich habe keinen Souvenirladen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Freunde. Dann müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe keinen verdammten Souvenirladen. Ihr Souvenirladen. Natürlich am Eingang bzw. Ausgang des Parks. Ist ja logisch. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kleiderladen. Der kommt dann hier hin. Da können Sie nämlich vom Hotel aus direkt Kleidung kaufen. So. Easy. Achso, der muss erst fertig werden. Ich wollte gerade sagen, was ist denn los? Yay! Dinosaurier freilassen. So, bei dem gucken wir uns die Sequenz gleich an. Oder gucken wir es einfach so an. Ich hab ich ein ganz feiner. Nicht allein auf der Insel. Errungenschaft freigeschaltet. Ach, hier kann man nicht draufdrücken. Ich würde gerne wissen, was es bringt. Ah, der Huayangosaurus. Noch ein Mitglied der Stegosaurus-Familie. Huch. Insel freigeschaltet. Isla Muerta. Inselhöhepunkt. Tropenstürme. Öffnen Sie Ihre Schutzräume, um Ihre Gäste vor gefährlichen Stürmen zu schützen. Ranger-Teams. Ja. Standort C, allgemein bekannt als Isla Muerta, eine neu entwickelte Insel. Der Name bedeutet grob übersetzt, und damit meine ich wirklich grob, die Insel der Toten. Passend. Irgendwie sogar humorvoll. So, bewältigen Sie die Krise im Park und reparieren Sie Sturmschäden, indem Sie die Ranger und ACU-Teams Aufgaben zuweisen. Erforschen Sie Heilmittel für die neuen Krankheiten auf der Insel. Ich hoffe, ich kann mich frei bewegen. Ich bleibe erstmal hier. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft, vor allem hier in der Gegend. Dankeschön, Dankeschön. Wir gehen gleich rüber, sobald wir hier nicht mehr so viel zu tun haben. Außerdem, wenn wir jetzt mehrere... Gebäude bauen, kann das eigentlich nur gut gehen, ne? Erstmal Expedition ansehen. Kann ich jetzt neue Expeditionen machen? Immer noch nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Davon habe ich doch schon genug. Naja. Was haben wir noch so schönes? Dracorex. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Dracorex. Tschüss.
So, okay, wir brauchen. Nein, nicht. Zu viele Gebäude auf einen Haufen. Nein, ich will die. Ich will die doch nicht selber fliegen. Ach Gott, jetzt ist die Kamera natürlich für den Arsch, ne? So. Ranger Team. Hä? Wo? Da. Nein. Oh. Ich bin so blöd, ne? Wie kann ich sowas zweimal hintereinander machen? Ich gehöre echt verprügelt. So, Aufgabe hinzufügen. Das wollte ich machen. Betäuben und betäuben. Achso, die machen schon die beiden. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es da zu voll wird. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber die meisten gehen halt hier hin, weil die ganzen Saurier hier sind. Ich hab ja, hier habe ich ja nichts. Es sind zwei Zentaro hast du nicht gesehen und das war's. Eigentlich muss ich tauschen, ne? Eigentlich müssen die Pflanzenfresser dahin und die Fleischfresser dahin. Ich glaube, ich mach das. Ich glaube, ich tausche die wirklich. Wäre auf jeden Fall besser. Dann müssen sie nämlich hier hinten hin, um zu den Fleischfressern zu kommen. Und hier ist dann so ein Pflanzenfressergehege. Wobei, da haben die wahrscheinlich auch zu wenig Wald. Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, Freunde. Wir gucken uns das noch kurz an. Vielleicht kriegen wir irgendwann Fleischfresser mit ein bisschen Glück. Was sagt ihr denn dazu? Soll ich die tauschen oder soll ich das lassen und die ganzen Pflanzenfresser hier einfärchen und gucken, was passiert? Wahrscheinlich brechen die irgendwann aus. Oh, ist das ein Sturm? Nee, es regnet einfach nur, ne? Ach, man kann Tiere auch verkaufen? Interessant. Das heißt, wenn sie zu alt sind, verkauft man die einfach. Höchst interessant. So, okay, dann können wir uns eigentlich schon die nächste Quest holen, ne? So, neuer Auftrag bitte von dir. Es gibt einen neuen Job und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition durch nach Frenchman-Formation. Okay, das ist einfach. So, okay, das kriege ich hin. Wir sind unterwegs, ne? Ne, sind sie nicht. Frenchman. Beeindruckende Arbeit bei diesem Hä? Auftrag. Was? Das blieb nicht unbemerkt. Hä? Bin ich gerade da gewesen? Kann das sein, dass es das einfach ein purer Zufall war? Ich glaube ja schon. Ich glaube ja schon. Oh, meine Anlagenbewertung ist fantastik. Hatte ich nicht mehr verdient? Egal. Aber das sind die Kleiderläden, die nicht so wahrscheinlich so gut besucht sind. Oh, ich habe Gäste. Das erste Mal, dass ich wirklich sehe, dass ich Gäste habe. Das ist so ein billiges kleines Kraftwerk. Da. Gäste. Okay, ja. Produkt wurde transportiert. Ich würde sagen, wir gehen einmal. Wo ist die Karte? Da. Wir gehen aber kurz hier rüber. Isla Muerta. Da habe ich auch Quests. Wir gucken uns das mal an. Es kommt jedes Mal ein Ladebildschirm. Das heißt. Ist das jetzt ein neuer Spielstand oder läuft die Insel jetzt parallel? Weißt du, so ein richtig smoother, paralleler Lauf davon, das würde mir richtig gefallen. Isla Als wären die Muerta. prähistorischen Kreaturen nicht genug, so gibt es auf dieser nächsten Insel Isla Muerta immer wieder kompliziertes Wetter. Sie wissen schon, Sturm, extreme Bedingungen, sowas in der Art. Von Zeit zu Zeit. Wie Sie sehen können, kann das Wetter hier etwas temperamentvoll sein. Beheben Sie zuerst die Schäden, die der Sturm verursacht hat. Sie sollten ein Ranger-Team verwenden, um den Park wieder betriebsbereit zu machen. Oh, und vergessen Sie nicht, die Schutzräume zu schließen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Die Gäste wollen ja nicht ihr hart verdientes Geld für das Herumsitzen in unterirdischen Bunkern ausgeben. Das muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Und das schlechte Wetter scheint häufig ein Vorbote für schlechtes Dinosaurierverhalten zu sein. Wenn Sie glauben, dass alles zusammenhängt,
der sogenannte Schmetterlingseffekt, an den ich übrigens glaube, dann kann schon die kleinste Veränderung zu randalierenden Dinosauriern führen. Und es gibt kein Schmetterlingsnetz, das sie aufhalten könnte. Okay. Gewinn pro Minute minus 15.000. Oh, es läuft nicht smooth nebeneinander. Na gut. Wir werden auf jeden Fall nochmal zurückkehren, aber ich möchte erstmal die Insel hier ein bisschen aufbauen, dass wir halt, ja, schon mal ein bisschen was machen können, weil drüben fehlen mir halt noch Dinos. Die möchte ich da noch einsetzen. Vielleicht können wir da ein bisschen experimentieren. Ach, hier sind zwei Gehege. Drei Gehege. Das ist natürlich auch ein cooler Aufbau, ne? Dass hier irgendwie was Kleines ist. Hier was Großes, da was Großes. Okay, wir begutachten erstmal das Ganze. Wir haben hier ein Ranger-Team. Braucht Strom. Strom. Muss repariert werden. Ja, wie soll ich das denn reparieren? Ranger-Team 1. Ich kann sie selber lenken und reparieren, ne? Alter, was ist denn los mit dir? Oh, Schutzraum, warte, verdammt. Du bist der Schutzraum, ne? Schutzraum schließen. Wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Ereignisse entstanden sind. Okay. Gut, ich musste nur wissen, was was ist. Ich habe kurz überlegt. Es ist so viel zu. Okay, Ranger Team 1. Wow. Danke, liebe NPCs, dass ihr mich genau dagegen gesteuert habt. Kein Wunder, dass hier alles zusammenbricht, wenn die Leute hier nicht richtig fahren können. Alter, wieso kann ich da nicht durchfahren? Das sind nicht mehr Bäume. So, wie repariere ich das jetzt? Reparieren. Melde Reparatur. So, muss ich noch irgendwas reparieren oder kriegen die das jetzt geregelt? Aufgabe hinzufügen. Ah, okay. Unterwegs zur Reparatur. So. Unterwegs. Kein Problem. Dann macht erstmal die drei fertig. Wir haben ja noch nicht mal Leute hier, ey. Kleines Kraftwerk. Stromabwehrstation. What the fuck ist das? Sturmabwehrstationen schützen die Gebäude des Parks vor Sturmschäden. Nützlich, was? Auf vielen Inseln toben häufig heftige Tropenstürme, die ihre Anlagen schwer beschädigen können. Sturmabwehrstationen sind die Belohnung für das Abschließen der Mission der Sicherheitsabteilung auf Isla Matanquirus. Sturmabwehrstationen schützen die umliegenden Gebäude vor Sturmschäden. Interessant. Aber nur hier. Habe ich hier auch eine? So sieht das aus, so ein Penisturm. Ne, wir haben hier keinen Penisturm. Super. Na, wenigstens reparieren die jetzt fleißig. Okay, cool. Was haben wir denn hier noch so schönes? Rangerstation. Wir haben hier eigentlich gar nichts. Also erstmal müssen wir uns erstmal im Klaren werden, was wir hier überhaupt machen. Wie groß ist denn unser Platz und was? Okay, pass auf. Folgender Plan. Dino-Station. Was soll ich denn damit machen? Ich würde sagen, hier ist die Ferienanlage. Hier machen wir eine Dino-Station. Da machen wir eine Dino-Station. Oder was machen wir hier? Eine Dino-Station? Eine Dino-Station, wo sie durchlaufen können. Auf beiden Seiten. Kleine. Das könnte funktionieren. Aber zuerst spielen wir ganz normal. So. Nee, ich will das Fahrzeug. Boah, ich hasse es. Warum wird die Kamera jedes Mal falsch positioniert? Gut, jetzt habe ich einen Schluck auf. So, haben wir irgendwas noch Kaputtes? Wir haben hier nicht mal richtig Gebäude, ey. Gut, wir müssen erstmal provisorisch Gebäude platzieren. Ein Expeditionszentrum. Ich kriege jetzt schon die Krise. Ich würde am liebsten sofort alles abreißen und neu bauen. Soll ich?
Aber dann kann ich bestimmt keine Sturmabwehr machen, oder? Wo kriege ich das denn überhaupt her? Gäste, Betriebs... Rangerstation, ACU, da. Forschung erforderlich, ja. Okay, wir versuchen einfach unser Bestes. Aber wenn ich jetzt hier schon die Krise kriege, wie das Ganze hier aufgebaut ist, schrecklich. Wir machen es erstmal frei Schnauze. Ist mir jetzt scheißegal. Wir machen das erstmal frei Schnauze. Ich mache das eh alles neu. Aber das mit den Wegen gefällt mir. Die werde ich, glaube ich, behalten. Also diesen Punkt hier. Ansonsten ist der Rest Dreck. Obwohl, mir gefällt das hier. Vielleicht werde ich das hier auch behalten und hier einfach einen Weg durchführen. Könnte funktionieren. Oder ich baue das hier einfach nochmal hier auf. Weil das gefällt mir echt. Nur, dass hier halt ein Weg wäre. Warum das hier auch eingezäunt ist, weiß ich auch nicht. Naja. So, Betriebsgebäude, Fossilienzentrum. Yeah, bumm. So, Freischnauze. Hier kein Strom. Wo ist kein Strom? Wieso ist da kein Strom? Produzierst du nicht genug? Nicht wirklich Strom, Kraftwerk. Packen wir einfach... Oh, keine Ahnung, hier nochmal ein Kraftwerk hin. Da, so. Puff. Dann noch ein Weg dahin. Der müsste es auch genug haben. So, das baut noch. Beeilt euch mal ein bisschen. Ich habe jetzt schon kein Geld mehr. Wie soll ich denn da auf Plus kommen? Wieso habe ich überhaupt minus 15.000? Wieso habe ich keine Gäste? Ich habe noch keine Dinos. Oh Gott, ich muss hier was schnell brüten. Okay. Oh, zu teuer? Ach, leck mich doch. Gut, wir machen hier links Fleischfresser und hier links erstmal Pflanzenfresser für den Augenblick. Und wir machen diesen Kollegen und wir machen das erstmal so, weil er billig ist. Ich brauche ja mindestens ein Dino. Wieso hast du keinen Strom? Willst du mich ja nicht verarschen? Oh Gottes Willen, ey. Der muss doch Strom haben. Stromverbrauch 1, Stromverbindung 3. Aber ich habe doch jetzt... Hier, da. Den Hans-Dieter. Wollt ihr mich verarschen? Ungenutzter Strom 6. 50. Und dann hast du keinen Strom? Oh nee, okay, er hat Strom. Ich wollte schon sagen, ey. So, Fossilienzentrum, Fossilien ansehen. Habe ich jetzt neue... Gut, dass ich ein Fossilienzentrum gebaut habe. So, Expeditionszentrum. Ah, okay, alles gut. USA! Ganz viele neue Sachen. Velociraptor, ja! Ich wollte den Namen vergeben, ne? Oh, ich habe schon wieder vergessen, aber die Folge ist fast vorbei. Ah, okay, beim nächsten Mal, Freunde, Montag. Montag machen wir das, wirklich, versprochen. Ich hab's verplant. Ich geb's zu, ich verplane alles. So. Den Rest müssen wir noch quasi erforschen. Ja, das ist unsere neue Insel, Freunde. Gefällt mir alles noch nicht so, wie es aufgebaut ist. Ich werde das definitiv noch ändern. Doch wie das Ganze aussieht, das erfahren wir dann an dem Montag. Du hast Spaß, Kleiner, ne? Wald. Danke. Wieso hast du zu wenig Wald? So. Ja. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Tschüss.